Aber stellen wir uns doch endlich mal die Frage, was ist, wenn es klappt? Also vielleicht auch schon in Ihre Richtung die Fühler auszustrecken, auch nach der Opposition. Ich selbst bin betroffen von der Gewalt des iranischen Regimes, weil meine Mutter hingerichtet wurde, als ich 2 war. Mein Vater war in Evin, wurde dort gefoltert. Wir stehen vom Bundestag, um heute gemeinsam mit Hava Help und Unterstützung von Shahzad Osterer unsere Hava Help-Petition zu überreichen zur Iran-Wende. Vor wenigen Stunden hat die Islamische Republik Iran einen jungen Mann öffentlich hinrichten lassen. Den 23-jährigen Majid Reza Ranawat. Er wurde zuvor gefoltert und sein Zwangsgeständnis wurde im Staatsfernsehen übertragen. Auf seinem Gesicht waren noch die Spuren der Folterungen zu sehen. Jetzt ist er tot, weil er für seine Grundrechte und für Frauenleben Freiheit auf die Straße gegangen ist. Menschen in mehr als 160 Städten gehen auf die Straße. Es ist eine ethnienübergreifende Bewegung. Dieses Regime hat seine Legitimität verloren unter der iranischen Bevölkerung. Es gibt 1000 gute Gründe, jetzt die schärfsten Schwerter zu zücken, die uns als Instrumente des Rechtsstaates in Europa zur Verfügung stehen. Es geht um Jinjian Azadi, um Frauenleben, Freiheit. Meine Damen und Herren, dieses Regime, das aktuell an der Macht ist, kennt nur Gewalt, Tod und Unterdrückung. Lassen Sie uns den Menschen im Iran beistehen. Wir werden jetzt in den jeweiligen Fraktionen darüber beraten, welches Votum wir für diese Petition abgeben werden. Und dann geben wir als Petitionsausschuss eben ein Votum an die Bundesregierung und fordern sie entsprechend zum Handeln auf. Ich stelle es mir unfassbar schwer vor, wenn man die ganze Verantwortung für das Leid eines ganzen Landes, einer ganzen Bevölkerung, jeglicher ethnischen Minderheiten auf seinen Schultern trägt in dem Moment, wo man vor dem Bundestag eine Petition einreicht im Namen dieser Menschen. Weil so viel, was noch nicht ausgesprochen wurde und noch nicht direkt gefordert wurde, gebündelt von euch vorgetragen wurde. Und jetzt hoffen wir, dass es seinen Weg geht, endlich. An so einem Tag vor allem, wo auch diese Hinrichtung passiert ist, glaube ich, ein wichtiges Zeichen. Bin dankbar, voller Hoffnung, aber auch voller Wut und Trauer. Und auch erleichtert, dass wir es jetzt auch über die Bühne gebracht haben. Wenn jeder von uns auch nur ein bisschen tut und sich informiert, dann kann das schon eine große Hilfe sein für die Leute, die dort tagtäglich rausgehen und von uns einfach nur fordern, dass wir hinschauen und ihre Stimme sind. Und ich möchte euch danken für eure Unterschriften. Jeder einzelne von euch hat dafür gesorgt, dass wir heute gesessen haben. Und während ich dort gesessen habe, wurde am Ende verkündet vom Staatsminister des Auswärtigen Amts, dass das dritte Sanktionspaket auf den Weg gebracht worden ist. Wir wissen, dass es alles noch nicht reicht, aber ich möchte euch eins versprechen mit Hava Help. Die Iran-Wende ist eingeläutet und wir bleiben weiter laut.